wenn du dann von 10 Sekunden auf 5 Sekunden runtergehst, dann sind es ja nur 5 Sekunden Flat Reduction und nur nochmal 25% obendrauf, aber es ist ja trotzdem die gleiche. Also du kannst den Spell dann anstatt doppelt so häufig halt viermal so häufig usen. Also Ability Haste wird halt auch sehr viel mehr wert, wenn du viel hast. Dadurch ist es vom rohen Wert her weniger. Ist ja wie mit Armor so. Ne? Der Schritt 300 Armor zu 400 Armor, keine Ahnung, kriegst du irgendwie 12% Damage Reduction oder so. Aber du kriegst ja schon sehr viel weniger Schaden. Das heißt, die 12% sind halt auch mehr wert. Ich weiß aber meistens ja nicht, ob es bei Ability Haste genauso funktioniert, aber das war jetzt. Also bei Arm und MR ist es auf jeden Fall so. Haste ist linear. Dann habe ich getrollt. Ja, mit Haste habe ich mich nie so genau im Detail befasst, weil es kein Stat ist, der für die meisten AD Carries so relevant ist. Digga, der W hat so viel cooler am Anfang, ist wirklich crazy. Ja, würde ich sagen, mal guter Trade. Höh! Oh, dass der nicht hittet, hört natürlich weh. Ist immer so richtig schmerzhaft, wenn ein wenig hittet im Early Game, weil er so 100 Sekunden cooler hat gefühlt. Okay, Zack ist Topside. Klar, Full Clear in die Mordekaiser Lane rein, warum auch nicht? Boah, wichtig, dass ich davor noch geheilt habe. Ja, ich kann nicht so einfach so rauflaufen. Dieser CC oder was das ist von Renata tut schon weh. Ah, Lars ist ja ultra kacke mit Träne. Holy shit. Ja, das wird nicht funktionieren. Aber Ash Last Hitting ist generell sehr gewöhnungsbedürftig. Wenn man sich daran gewöhnt ist, spielt sich der Champion nice, aber am Anfang muss man immer mal wieder erstmal drauf klarkommen. Wir können einfach den nächsten Rave crashen und dann gehen wir Base. Disaster. Ah, die Rafe ist drin. Rushen wir jetzt Mandate? Mit denen die Items auf die Lane zu kommen, ist ja ultra kacke. Oder rush ich Mana Mune? Ich rush schon Mana Mune, oder? Kann er nicht lane, wenn ich jetzt AP kaufe. This is a beautiful country. Doesn't own you.
Aber Larsen ist immer ein Krampf early mit Ash. Aber true, wenn ich jetzt Manhunt rushe, mache ich wirklich gar keinen Damage. Kann ich legit nicht Larsen. Das ist schon sehr underwhelming gerade, muss ich sagen. Oh, what are you doing? Oh, no. Wo ist denn Kha'Zix, Digga? Das Game ist ja ein Desaster. Ich habe auch gar nicht an die Channel mitgedacht, legit. Oh wow. Digga, beruhig dich! Scheiße. Zack ist jetzt eh Bot. Wird uns diven. Aber ich hab Heal ab. Das Game sieht sehr desaströs aus. Ich glaube, der Item ist auch komplett garbage, wenn du so behind bist. Ja, ich kann die Renata nicht killen, weil die sich einfach weht. War nicht weg, oder? Also kann sein, dass er weg war, dann habe ich es halt nicht gesehen. Aber das ist ja der Grund, warum ich nicht die Renata gehittet habe. Oh, ich habe so wenig Decks. Ich habe jetzt Ult. Wann hat Senna Ult? Ich fühle mich echt useless. Ich weiß nicht, ob ich so useless bin oder Senna so useless ist. Ich glaube, wir sind einfach beide extrem useless. Senna war halt leider noch nicht 6. Ich mach halt 0 All-In-Damage, ne? Aber wenn ich da normal baue, dann stirbt der einfach. Ah, die hat auch Ninja-Tabis gerusht. Das ist actually smart von ihr. Actually, deswegen hat sie überlebt. Wenn sie keine Ninja-Tabis hat, ist sie da safe tot. Das war ein schlauer Ball von ihr. In 10 Sekunden schon wieder Ult. Ob der das erwarten wird? Nee. Ja, ein bisschen Poke Damage nehmen wir mit. Die ist so fucking schnell, weil sie Boots rusht. Die kann uns halt einfach. Die kann uns einfach face tanken, ne? Die kann uns einfach anrennen und wir haben keine Chance, weil wir keinen Damage haben, ne? Wir können sie einfach legit nicht killen. Die Lane ist so over. Die Renata kann einfach auf uns rauflaufen und wir müssen wegrennen, weil wir sie nicht töten können. Weil wir keinen Damage haben.
Ninja Tabis ist wirklich Endgegner. Scheiß Broken Item. Ja, mein Arrow war auch Int. Aber Kai, Digga, ich habe 08 Attack-Speed, ich kann sie doch nicht kiten. Also mit 08 Attack-Speed kite ich wirklich niemanden. Och, Digga, ich spiele aber auch so scheiße. Was war das denn für ein Arrow? Ja, das Game ist einfach komplett over. Ich glaube, das Game ist einfach straight up over. Was hat denn Attack-Speed damit zu tun? Naja, weil ich langsamer Auto-Tacke und deswegen länger stehen bleibe, wenn ich kite. Also ich kann W drücken und dann wegrennen. Ja, aber das ist ja das, was ich meine. Also das Einzige, was wir machen können, ist wegrennen. Wenn das für dich die Definition von kiten ist, dann kann ich sie kiten, ja. Ich push noch die Wraith, dann habe ich endlich Mana-Mune. Ich stehe einfach 1 zu 13, Alter. Na, guck mal, wie lange ich stehen bleiben muss aktuell für den Auto-Tech. Damit kite ich niemanden. Und sie hat halt Boots gerusht, ne? Sie hat... Wait, wieso hat sie 412? Mann, ja, wieso hat sie gar Movements mitbekommen? Ich ult jetzt Mitte. Ah! Wait, die hat Banshees? Ich dachte, es ist ihr E. Naja, dann wollte ich den aber auch gar nicht treffen. Das ist sehr rough, das Game. Sebastian, danke für die 2, Brudi. Das Game sieht einfach nur rough aus. Und es ist halt, dieser Item-Bild ist auch einfach Dogshit, wenn du so behind bist, ne? Die ist einfach Full-Tank. Ich glaube, da kann ich ihn nicht healen, ehrlich gesagt. Ich fühle mich so kacke, useless. Das Game fühlt sich so terrible an. Holy shit. Turret plating will fall soon. A fine day for atonement. No death without life. Your turret has been destroyed. Oh fuck. Och nö, Digga. Ha! Dieses Game. Ist auch einfach nur anstrengend. Ich muss hier raus, sonst rennt mich der Sack auch noch runter, ne? Der wird mich hier auch noch anjumpen, safe. Ich bin nirgendwo sicher. Ich fühle den Eisebild jetzt leider auch einfach gar nicht mehr gegen Double Tank. Gegen Double Tank im Hard Losing Team. Da wird uns, glaube ich, ein kleines bisschen DPS fehlen später. Ein kleines bisschen. Renata will manchmal mein Teammate wenigstens auch keinen Schaden. Ja doch, da kriege ich ja 100% Attack Speed. Der B-Patch ist schon drauf. Die Sack ist Mitte.
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass mein W absolut null Damage macht. Aber ich glaube, es liegt einfach daran, dass die Renata halt arschfett ist mit dem Tank-Item will, ne? Die hat einfach 120 Armor. Ich glaube, wir drücken mal. Ja, das Game sieht sehr unplayable aus, meine Freunde. Ich glaube wirklich nicht, dass wir das weiterspielen sollten. Das Game. Komm, ich hab Arrow, let's go. Hey. Fanfaren! Frauen! Ein Fest! Kutscher, vielen Dank für den Raid. Oh, ich hab's gedodged. Okay, nice Champion. Komm ich da irgendwie ran? Höh, warum dreht er um? Deswegen. Aha, Sack Damage! Ha, still alive! Ich will auch. Wir haben die gerade einfach fast geaced. Das Game ist ja easy. Gut, hat gerade den Akali Hard Carry rausgehauen. Nice. Ja, wir probieren gerade ein bisschen die neuen Champions. Bisher jedes Game geintet leider. Wobei das Game geht. Also ich ihn nicht, aber sieht trotzdem schlecht aus. Aber das war jetzt hier Big Comeback. Wir haben zwei Drakes. Ich glaube, wir outscalen halt auch wirklich gar nicht. Digga, die Gegner stacken aber auch einfach komplett Armor, obwohl wir zwei AP-Champs haben, ne? Wir haben einfach Mordekaiser, Fizz und die stacken aber Armor bis zum geht nicht mehr. Das heißt sogar gut, dass ich Mandate gehe, weil Mandate macht ein bisschen Magic Damage. Pfeifett. Ja, ich probiere gerade Mandate-Item-Bild aus. Nicht, weil ich glaube, dass es gut ist, sondern einfach nur, um es auszuprobieren. Kannst du top den Shen killst du niemals, wenn ich da Arrow, oder? Ich muss häufiger meinen E usen. Der hat halt überhaupt keinen Cooldown, weil ich Dingens bin. Weil ich so viel CDR habe. Nee, lass mal. Ich könnte aber mal nach unten ulten. Wenn der hittet, ist der Jhin tot. Okay, wichtig. Jo, überleben die jetzt beide. Sage. Ich geh top farm. Ich hab jetzt gleich Mandate ready. Ich glaube, danach gehen wir auf jeden Fall Black Cleaver. Mann, oh. Irgendwas habe ich gehittet. Ich glaube, den Jhin habe ich gehittet. Ich pushe kurz nach Top aus. Okay, wir haben das Mandate. Bock. Also wenn wir gewinnen, dann wirklich über Drakes, glaube ich, ja. Das ist aber auch noch Mountain. Das heißt, wenn die jetzt auch noch anfangen, Mountains zu stacken. Ach du Scheiße. Ich habe Arrow. Mein Arrow hat 41 Sekunden cooler. Das ist wirklich extrem wenig. Holy shit. Ich sollte den wirklich einfach auf cooler Mitte raushauen, sobald ich irgendwas sehe. Mein E ist auch die ganze Zeit ready. Das ist sehr ungewohnt, einfach die Spells so permanent ready zu haben. Aber eigentlich kann ich nur Jhin ulten. Oder Renata. Die hat Banshees, das sind Tanks. Dass Banshees irgendwie Feuer runterkriegen. Problem ist, dass hier der Zac halt die ganze Zeit Mitte ist, ne? Also ich kann halt hier nicht upsteppen. Der Zac wird die ganze Zeit hier sein.
Top-Lane Tower verlieren wir jetzt. Aber der Nash ist ja terrible. Wait, die machen den wirklich. Oh mein Gott. Oh, ich hab was getroffen. Pock. Oh mein Gott. Puh, scheiße. Ach, Digga, hat auch Flash. Oder ich gehe Anti-Heal für den Dingens, ne? Maybe Anti-Heal für den Zack? Ich werfe mal schnell Base. Nee, ich gehe Black lieber. Ich habe immer zweimal Arrow in dem Fight gehabt, ne? Antil hat halt nur gegen Zack Value. Ist ja piss useless gegen alle anderen. Ey, wir kriegen actually den Drake, holy shit. Oh mein Gott, meine Arrows sind so bad. Ich werde einmal von zwei Tanks gegangbankt. Ah, leider haben die Drake bekommen. Ich weiß nicht, ob wir den Damage für Nash haben, ich glaube nicht. Ich weiß auch nicht so ganz, wie wir das gewinnen. Gehe ich jetzt wirklich? Ja, ich glaube, ich nehme zumindest Executioners nehme ich mit, weil wir auch keine Ignite haben. Das ging gegen Zack, glaube ich, schon gut. Ich habe wieder Arrow ready. Bro, eh? Hä? Der hat einfach gerade Mordekaiser-Q gecancelt. Habt ihr das gesehen? Was war das? Oder, ah, nee, das war einfach, die Shen-Ult war einfach so groß, oder? Die Shen-Ult hat einfach das komplette, hat einfach alles geblockt. Ich glaube, es war einfach, ich glaube, es war einfach das Schild. Ich glaube, das Schild war legit einfach so huge. Ich habe Arrow schon wieder ready. Wo ist Mordekaiser? Im Pit. Ich mach wirklich null Damage. Ja, bricht den Sub. Ich bin schon keiner useful. Es ist halt jetzt kein ich carry das Game 1v9 Build so, aber useful bin ich. Ich habe wirklich gar keinen Cooldown. Also zweimal in einem Fight ulten ist jetzt nicht komplett unrealistisch. Ich ult einfach aus der Base.
weil ich habe eh wieder Ult, bis ich ankomme. Schade. Boah, Junge, wie schnell ist der? Das ist ja der gebuffte Arrow von vor ein paar Patches schon. Wie schnell ist er denn? Okay, Pock. Gunesh. Ich bin mal auf den Damage nach dem Game gespannt. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich viel Damage mache, aber... Ich kann es nicht einschätzen. Junge, meine Arrows sind so... Ach du Scheiße, Digga. Meine Arrows sind so piss-bad, das ist insane. Wie haben wir den denn verloren, Alter? Das war ja nicht mal der vierte Schuss, das war einfach nur ein Schuss. Ach du Scheiße! Das passt wieder sehr gut. Oh fuck, ich muss aufpassen. Ja, mein D... Du darfst nicht meinen DPS sehen? Du darfst nicht meinen DPS sehen, so. Der ist natürlich komplett Omega-terrible, so. Natürlich. Stay ich jetzt einfach? Ich habe 600 HP. Ich glaube, tatsächlich, mein Overall-Damage ist nicht so bad. Wenn man so auf den Post-Game-Screen guckt. Aber hier ist Black Cleaver schon gut, oder? Wieso Junge, ich treffe einfach keine Arrows, also wirklich gar keine. Ich bin tot. Schade. Ich treffe keinen Arrow, ist insane. Der Mordekaiser ist so stark. Aber nicht stark genug. Oha. Oha, what? Ich auch nicht. Ja, Pech. Die Smites sitzen dieses Game. Ey, wir haben den Drake bekommen, ich denke keine Fragen. So, ich schieße jetzt wieder einen Arrow in die Mitte. Ich schieße jetzt gleich einen Arrow in die Base, weil eh wir wieder fighten, ist er eh wieder ready. Weißt du, ich cancel quasi Homeguards. Scheiße, ich habe zu schnell geschossen. Eine Sekunde zu schnell. der alte Arrow hätte die Annie gehittet. Hätte Banshees geprockt, by the way, ne? Das wäre worth gewesen, Banshees zu proggen. Aber der neue Arrow ist zu schnell. Wisst ihr, ich muss mich erstmal daran gewöhnen. Der ist zu fast. Oh, Scheiße. Ich bin so tot. Helge! Warum war ich auf dich? Niemals auf Helge hören, Geist. Das ist Regel Nummer 1, wenn ihr mit Helge spielt. Immer das Gegenteil von dem tun, was Helge pinkt. Ja, mein Damage ist schon echt komplett Dogshit, das stimmt. Aber mein Damage kommt ja auch über Imperial Mandate. Und da mache ich ja nicht den Damage, sondern andere. Und mein Arrow macht, hallo, 473 Damage. Helge am Sprinten, as per usual. Ich weiß nicht, ob ich den Fight nehmen würde, wenn wir alle tot sind. Ach Mann! Wieso trifft die Scheiße denn nie? Unstoppable.
einfach nicht einen Arrow. Ich push jetzt bitte. Also es ist grundsätzlich ist halt an dem Itembild, der ist halt gut, wenn ihr Arrows trifft, ne? Also ich will halt quasi zeigen, wie so der Average-Spieler damit performt. Was mit Top Wave? Baron in einer Minute. Sehr average. Toxic. In so wenig Attacks wie zu haben, fühlt sich so scheiße an. Das ist insane. Ne, ich glaube, ich stay und push nochmal top aus. Level 16 kriege ich nicht mehr zusammen. Ich kann einfach mal Mitte rein arrowen. Ja, schade. Ich habe legit das Gefühl, der Arrow ist schwerer zu treffen als vorher, weil er so langsam ist. Ja, ich hab gleich wieder Ult, guys. Easiest game of my life. Ich bin wirklich mal darauf gespannt, wie viel Damage ich gemacht habe in dem Game. Ich glaube, mein Damage war not bad, so. Er fühlt sich halt sehr bad an, aber ich glaube, er war nicht bad. Ich glaube, ich habe allein durch Rune und Items 10.000 Damage gemacht. Komm, Shiny Boy. Junge, ich sollte diese Ult einfach nicht skillen. Scheiße.